Einen wunderschönen, heiteren Freitagnachmittag wünschen wir. Wir sind's wieder von der Verkostungsfront. Diesmal gibt es zwei Videos: einmal Rotweine, Spätburgunder, die machen wir jetzt, und zwar aus Österreich und aus Deutschland. Darunter ein paar große Gewächse, das meiste sind aber keine. Später gibt es dann noch einmal eine Runde Rieslinge. Sind jetzt die vorletzten Videos, hoffen wir. Jetzt noch trudeln einige wichtige Produzenten ein. Das meiste ist schon da, einiges kommt noch. Wir hoffen, wir müssen nächste Woche noch eins drehen am Mittwoch, und dann sind wir hoffentlich fertig. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Gut, dann fangen wir jetzt einfach an. 3297 4 1. Sind ja alles Spätburgunder. Ja, es ist alles Spätburgunder. Alles Spätburgunder, alles von gestern. Sehr dunkel in der Aromatik. Erdig. Erdig, holzig. Fast schon rußig. Ja, so ganz leicht. So dieses ganz Bittere vom Ruß, das hat er für mich nicht so. Aber das Holz merkt man schon deutlich. Ja, und fast mehr schwarze als rote Beeren, gell? Ja. Das hat er fast so was leicht Zedriges. Ja, da ist die Frucht reif. Aber da bittert es wirklich ein bisschen durch das Holz. Hat ein bisschen Wärme, man merkt schon, dass das Alkohol hat auch. Es trocknet Dadurch leicht. etwas rustikal. So ein bisschen. Ich glaube, es ist trotzdem ein bisschen streng. Er ist ein bisschen besser. Also ich schwank so zwischen 5 und 6. Kann ich nachvollziehen? Weil Substanz hat er ja schon. Auf jeden Fall. Ja. Ich denke, das wird sich ja auch alles legen. Das ist ja jetzt im Moment auch noch. Naja, das ist so diese Art Wein, das bleibt dann meistens ein bisschen so warm und rustikal. Das wird nicht feiner, das verstärkt sich fast eher. Aber er hat gewisse Substanz und Länge, ich würde ihm 6 geben. Naja, für mich ist dieses rustikale, das Holz ist noch nicht so optimal integriert. Also das gibt ja schon mit der Zeit etwas Einheit. Ja, na, das ist halt, weißt du, die Frucht ist schon so reif. Ich glaube halt, dass sich das an der Luft relativ schnell entwickelt. Also die Erfahrung spricht auch dafür. Und dann so ein bisschen, ja, es rustikal bleibt und so ein bisschen an den Rändern so ein bisschen aus dem Leim geht. Sind auch 14 Ja, Prozent es ist einfach Alkohol. für Spätburgunder schon ziemlich viel. Ja, das Also, ist Anschlag. das ist das Weingut Höfler. Michelbacher Spätburgunder Ortswein, aber Magnificum ist also sein überdrüber Spitzen. Ich hau mit Holz drauf. Schlecht ist er nicht, aber so richtig burgundische Finesse fehlt mir da ein bisschen. 3, 2, 9, 5, 2, 7. Jetzt haben wir etwas sehr Helles im Glas. Ja, aber das hat Transparent. viel weniger Brauntöne als als der andere hatte. Ja, das riecht auch frischer. Sehr kräuterig, fast harzige Kräuter. Ja, schwarze Beeren. Die roten sind jetzt im Moment für mich eher angetrocknet. Muss jetzt nur deine harzigen Kräuter reinschreiben Ja. und mich verticken. Das kommt so selten vor. Ja. Ja, aber das hat schon Leben. Also in der Nase zumindest, man merkt es, das wirkt eigentlich ziemlich einladend. Ja, da hast du noch im Hintergrund blaue Blüten. Also alles sehr transparent, sehr duftig. Ist ziemlich herb im Mund. Im Vergleich zu dem anderen, der so warm war und ein bisschen süßlich in seiner Anmutung, also sicher auch und ohne Restzucker, aber das ist so schmelzig und alkoholsüß. Und das ist sehr herb im Verhältnis. Weil das Herbe ist ja im Endeffekt der Säurebiss. Also der Wein hat schon einen deutlichen Säurebiss. Ja. Es ist auch was ganz leicht Grünes drin.
So ein bisschen was Pflanzliches, Grünpflanzliches hat er da auch dabei. Hält wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich würde ihm auch einen mehr geben. Ich würde ihm zwei mehr geben. Echt? Wärst du schon bei 87? Ja, auf jeden Fall. Ohne zu überlegen. Ich glaube, das reift auch sehr gut. Ja, das wird ganz gut reifen, so kühl und straff das ist. Genau, Aber das mir reift. fehlt jetzt für 87 eigentlich ein bisschen die Tiefe. Ja, ich habe ja dann einen Punkt gut. Ja, damit kann ich gut leben. Ah ja. Wann wird das gelöscht? Das löscht sich immer über Nacht. Das heißt also, ich hab noch zwei Nachprobenzeit. Also, das ist das Weingut Luckert mit dem Sulzfelder Spätburgunder. 329740. Ach, was mir da gerade einfällt. Die letzten Videos, wir haben es immer wieder gemerkt, dass wenn sie recht lang gedauert haben, zum Schluss Ton und Bild auseinanderdriften. Ich habe jetzt langsam, glaube ich, gemerkt, woran man erkennen kann, wenn das anfängt, weil dann bleibt nämlich hier mal das Bild stehen. Wir machen also jetzt versuchsweise möglichst kurze Videos. Und wenn ich wieder merke, dass das Bild stehen bleibt, dann hören wir einfach auf und drehen gleich danach das nächste. Also nicht wundern, wenn ich es plötzlich abbreche. Das Dumme ist, ich kann es hinterher nicht mehr ändern, entweder weil ich zu blöd bin oder weil es nicht geht. Das weiß ich noch nicht genau, aber ich kann es nicht herrichten. Ich So. nicht. So ein nussiges Holz. Ja, das ist ziemlich deutlich, aber ich finde es ziemlich passend Gut eigentlich. integriert, ja. Es ist überhaupt kein störendes Holz. Nein, Es nein. gibt ja öfters mal, dass so Spätburgunder ein völlig unpassendes Holz haben. Das finde ich doch gar nicht. Auch das finde ich ist einladend. Reife Frucht wieder, deutlich mehr Wärme. Das ist ein Herbstwein. Das stimmt. Er hat eh so ein bisschen so solche Laubnoten und Pilzaromen drin, so getrocknete Pilze ziemlich deutlich. Wildgeflügel. Super. Der hat mittlerweile den hohen Alkohol auch ganz gut weggesteckt. Ist gar nicht so schlecht. Ja, jetzt sein wieder. Ja, es hat eine schöne Frucht, es hat eine schöne Saftigkeit eigentlich. Richtig, Das macht richtig. schon Auch Spaß. Ich würde auch so dem eine. 87 geben. Ja. Ich auch. Weil eigentlich trinkt man das gern. Ja. Ich brauche halt den Alkohol gar nicht. Aber es schmeckt. Wir sind wieder in Michelbach beim Herrn Höfler, der sich so ungern fokussieren lässt. Michelbacher Spätburgunder R. Also trinken tue ich das lieber als das Holzding von vorhin von ihm. Ich auch. Ich glaube, nicht Und nur der mir. ist sicher deutlich günstiger. Okay. 329867. Ja, Ja. floral steht ja Ja, im total Text schon, getrocknet, ja. floral. Ich weiß nicht, was ist das? Flieder? Ganz eigen. Flieder. Also wäre schon sehr parfümiert, das Ja, parfümiert ist er eigentlich nicht. nee, überhaupt nicht. Aber der Aromatik völlig anders als die anderen, mit diesen Dattel- und Zwetschgentönen und dieser eigenen Kräuterwürze. Sehr, sehr eigen. Ist das ein Österreicher? Oder ist ein Deutscher? Deutsch. Das ist Deutsch? So ganz aus der Rolle fällt. Wie kommst du auf Österreich? Ja, weil das bisschen Holz, das da ist, völlig anders schmeckt als das, was wir in Deutschland sehr oft haben. Weil die Aromatik so komplett anders ist. Das war jetzt ja nur ein Verdacht. Sehr herb im Mund. Bisschen aschig. Bisschen antrocknendes, ganz holziges Tannin, Genau. so sehr bittere Schokolade. Genau, also das Tannin ist hier schon dominanter oder prägnanter Ja. als bei den Weinen davor. Und der schmeckt richtig schwarz, ne? So richtig Bitterschoko, Asche, so Tabak.
Aber nicht schlecht, aber es ist nicht so. Animierendes, ja, findest du nicht? Also, aber so charmant wie der andere ist er nicht. Nein. Bisschen kantiger. Mhm. Was ja nicht schlimm ist. Nein, das finde ich gar nicht schlimm. Was mich daran hindert, ihn noch höher zu bewerten, ist das Bitter. Okay. Das ist dieses bittere Holz. Das ist die Frage, wie sich das einbindet mit der Reife. Aber im Moment würde ich ihm nicht mehr geben. Also mir gefällt an dem Wein, dass er gut zusammengesetzt ist. Hm. Da steht nichts irgendwie daneben, sondern alles ist so eine Einheit. Das mit dem Holz kann ich nachvollziehen. Also, wenn ich mir was zum Essen vorstellen müsste, wäre das wirklich so wild, vielleicht so mit Kaffeekruste oder so. Weißt du, was ich meine? Gute Idee. Also, ein Essensbegleiter ist das bestimmt ein guter. Das ist das Weingut. Brand. Bockenheimer Sonnenberg. Irgendwie so ein aufstrebendes Pfalzweingut. 329910. Mhm. Wieder ganz anders? Ganz anders. Also schon auch floral, aber auch erdbetonter, finde ich. Ja, also gar nicht so Holz, sondern. Ja. Viel Laub. Getrocknetes Laub. Mhm. Ist auch wieder viel Herbst drin. Ja, für mich ist Spätburgunder Herbst. So also säuerlich-vegetabiles drin. Ja, genau. Mhm. Und erst recht mit zunehmender Reife. Aber die Frucht ist auch irgendwie reif auf ja, der einen reif Seite, aber warm. Es ist auch was sehr Kühles in dem Wein. Interessant, ich sage warm, du sagst kühl. Hinten drin ist tatsächlich auch was Kühles, aber das Erste, was ich am Gaumen habe, ist, dass das relativ warm wirkt. Auch ziemlich dunkel, aber wieder so Kaffeenoten, steht da drin. Mhm. Kaffee Bitterschokolade. Ja, genau, da steht es ja auch drin. Genau. Da geht es mir ähnlich wie bei dem Vorgänger. Ein bisschen dieses kaffeebittere Holz verhindert da für mich. Bei dem kann ich sogar noch mehr nachvollziehen. Mhm. Aber 86 findest du in Ordnung? Oder würdest du eben weniger geben? Nein, auf keinen Fall. Dann passt. Da, um Gottes Willen. Okay. Nein. Alles gut. Das ist Österreich, das ist die Familie Bauer. Blauburgunder, Wagram 2011. Ich habe den Jahrgang in meine Zuflucht bei den anderen. Kann man nachlesen. Ja, mehr ist nicht. Bauer 2011. Hm. Interessant, Wagram. Aus dem Wagram. Ja. Ist jetzt nicht so die große. Aber das ist gut. Das ist kein schlechter Wein. 329808. Das sind getrocknete Wiesenblüten. Ja. Eine ziemlich getrocknet floral steht drin. Verhaltene Frucht. Mhm. Du bist recht pflanzlich in der Nase. Ja. So wirklich so ein Bergkräuterton fast in die Richtung gehen. Mhm. Finde ich jetzt kühler als die anderen. Da ist die Frucht herb. Und sehr pflanzlich, sehr getrocknet, kräuterig. Ja, genau, hat auch am Gaumen. Ganz leicht spröde. Mhm. Und im Abgang so Kirschnoten. Das macht ihn so saftig, findest du nicht? Das Einzige, was mich an der Saftigkeit stört, ist, dass er so trocknend ist. Wie Tannine. Mhm. Also das ist mir fast ein zu hoch. Weil das trocknet gescheit hin. Ich glaube auch, dass das relativ zügig, also in den nächsten 3 Jahren getrunken werden sollte. Das ist, glaube ich, wird sich nicht so toll. Also ich denke. Entwickeln. Ich glaube, da sind 85 gescheit. Schöner Wein? Ja, das zum Trinken macht das Spaß. Ja. Aber er kommt nicht ganz an die anderen ran.
Okay. Mit dem Burgenland, das Weingut Leitner. Pinot Noir Schafleiten. Hast du das ja gesagt? Danke. 2013. 2314 90. Ja, anderes Holz. Komplett anders halt. Sehr nussig. Ja, und so diese typische Mischung eigentlich von schwarzen und roten Beeren, die halt Spätburgunder sehr gern hat. Es ist nicht nur rotbeerig, es ist in ganz vielen Fachbüchern auch steht, dass Pinot Noir immer rotbeerig ist. Das ist totaler Ja, Käse. oft Himbeer, also Das mit hat er ja Himbeer, manchmal, aber es sind ganz oft, es hat er auch wirklich schwarzbeerige Aromen drin. Ist eine reife Frucht, genau, die hat also etwas weicher. Geschmeidiges. Obwohl er ein Zitrus, nicht Zitrus, ein Säurebiss hat, wirkt er weicher. Ja. Das ist ein bisschen so ein schmeichelnder Stil. Absolut. Ja, das Speckige. Ein bisschen was Unterholziges und Pilziges hat er am Gaumen. Ich glaube, er steht gut da. Maximal, aber ich kann damit leben. Jetzt hast du Aber wirklich du einen hängst auch Punkt. zwischen 6 und 7. Ich nämlich Ja, auch. er ist nicht ganz zusammengesetzt im Moment. Also, aber ich kann, ja, ich habe jetzt einen. Da Jetzt hast du sind ja wir nicht quitt. Unrecht. Ah, natürlich, ich will nicht, dass du quitt bist mit mir. Du hast ja recht. Hast ja recht. Die große Tiefe ist es nicht. Es ist ein Schmeichler. Ja. Ein gewisses Holz hat er schon auch, das darf man also nicht verschweigen. Also das merkt man schon, schmeckt man auch hinten raus nochmal deutlich. Auch am Gaumen lang. Bisschen was Warmes. Gefällt sicher sehr vielen Leuten sehr gut. Das ist der Walter Buchiger mit seinem Pinot Noir Reserve 12. 3298 34. Also dafür, dass das alles keine Rotweingegenden sind, machen das schon viele Leute recht gut mittlerweile. Aha. Sehr kühl. Geschliffen. Das ist sauerkirschig. Ziemlich kühle Nase, ne, im Verhältnis. Ja, es ist so für mich Welkels Herzlaub. Also der macht schon vom Reinriechen her Appetit. So Gewürze, Pfeffer, Lorbeer. Und ein sehr schöner Saft. Sehr geschliffen, sehr fein. So soll Spätburgunder sein. Sehr fein. Obwohl das ein bisschen röstig ist von dem Holz, aber das ist Ja, aber ziemlich das gut macht nichts. Das macht eingebunden. Und dann nichts. diese sehr lebendige, ansprechende, ganz fokussierte und geschliffene Frucht. Toll. Das ist nicht irrsinnig tief, aber das ist zum Trinken wunderschön. Richtig. Jetzt schon. Ja, das kann man jetzt schon antrinken. Ich habe zwar Ende 2016, aber das mal raus. Wenn er ein bisschen Luft hat, Genau. macht er jetzt schon Riesenspaß. Also ich würde ihn nicht höher werden, aber es macht einfach Spaß, das zu trinken. Wie siehst du das? Ja, also Spaß macht es auf jeden Fall. Ich kann es verstehen, dass also ein Punkt mehr ist, also ihm fehlt die Tiefe für einen Die hat Punkt er nicht mehr. Ja. ganz, genau. Aber es ist Aber ein das totaler toll. Spaßwein. Mit Anspruch. Okay, Ja, was haben gut. wir? Ah, okay. Das kannte ich bis dato gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass er das macht. Das ist das Weingut Leitz. Sein Assmannshäuser Höllenberg. Das erklärt auch dieses Cassis-Tönchen da drin. Das hat der Höllenberg gern. 3 3 0 0 0 6.
kräuterig, pflanzlich. Super Suppenkräuter. Total. Und Suppengemüse. Wirkt eh ein bisschen entwickelt. Richtig. Geht schon fast in so eine Pflaumenrichtung von der Frucht. Nicht nur, also du hast rot- und schwarzbeerig, aber ich entdecke da schon. Ja. Also der hat sich von gestern auch offensichtlich verändert, ist deutlich auch in der Reife fortgeschrittener, hat auch so ein eigenwilliges, aber gleich gut integriertes Holz. Ja. Ja, so irgendwie schon nussig. Das erinnert mich fast an Stroh. Dann ist im Gaumen aber ziemlich fest. Also die Frucht ist recht konzentriert und ziemlich fest. Das ist zwar ganz leicht rustikaler Einschlag, auch weil er so ein bisschen bitterndes Holz hat, aber er ist konzentrierter und tiefer als die anderen. Relativ viel Tabak, ja. Salz, Speck. Mhm. Hat gute Anlagen. Das finde ich auch. Es schmeckt lange nicht so entwickelt, wie es riecht. Ich glaube, dass das recht gut reift. Mhm, glaube ich auch. Ja, ich finde auch, dass er da wunderbar steht. Bei den Punkten. Ja, wir sind 88 und das passt. Noch einmal in Österreich. Da sind wir beim Weingut Malat. Also in seiner Gegend wohl der beste Rotweinmacher mit dem Pinot Noir Reserve. Oh. 329762. Ganz kühl, ja, herb, dunkel, ja, fest. Was mir sehr gefällt, ist, dass das so brillant reintönig ist. Mhm. Also das strahlt regelrecht. Das zart florales hat er auch. Mhm. Überhaupt nicht welk, ne, sondern ist sehr frisch. Ja. Oh ja. Das ist was ganz was anderes. Der andere war so entwickelt in der Nase und der ist total jugendlich frisch. Mhm. Und so schmeckt es auch. Straff und saftig. Sehr schön. Sehr animierend. Ja. Elegant. Salz. Salz. Elegant, ja. Das Holz ganz verhalten, ein bisschen rauchig, aber das passt sich da wunderbar ein. Sehr gekonnt. Sehr gekonnt, es wird auch schön reifen. Mhm. Und es macht total Spaß. Ist auch nicht irrsinnig tief. Also jetzt nicht, das ist jetzt kein Jahrhundertwein, aber es macht einen totalen Spaß zum Trinken. Finde ich aber auch, dass es da gut steht. Gut. Ich war schon. Du warst schon bei einem höher? Dazu muss es fast ein bisschen komplexer sein. Ja, aber, das kann ich schon, aber es ist, aber wirklich, es ist wirklich ein Wein, der großen Spaß macht. Ich glaube, der ist auch gar nicht so teuer. Altenkirch, Rheingau wieder, Spätburgunder Rotschiefer. Das mag man richtig trinken. 329676. Ich bin auch schon wieder bei Wild dazu zu trinken, dazu zu essen. Ja, aber schon eher so Reh. Also Wildschwein. Nein, du hast recht. Das hatte ich das auch. Das ist sehr floral. Hat sich wahrscheinlich von gestern ziemlich, ja, verändert. Ja. Also so getrocknet floral. Achso, habe ich jetzt eigentlich wieder den Jahrgang nicht dazu gesagt? Der okay, Altenkirch war 13, der Malat vorher war 12. Also den Altenkirch, wenn das nicht richtig teuer ist, würde ich selber sogar auch kaufen. Also schon. Das ist tiefer, recht komplex. Ja, genau. So, Tiefe schon in der Nase. Sehr fest und saftig. Sehr gekonnt.
So ein bisschen bitterlich röstliches Holz. Aber auch das, man merkt es schon von gestern auf heute, dass sich das offensichtlich Ja, gibt richtig Gas, gut ne? einbindet. Gibt Man hat einen richtig Biss. Gas. Und der hat die Tiefe und Komplexität, die mir vorhin für 89 noch gefehlt hat. Dem würde ich es geben. Ja, locker. Ich Du habe wärst bei schon, noch ich war mehr? sogar bei 90, ja. Ehrlich? Okay. Du musst auf dein Konto achten. dadurch, dass der so Gas gegeben hat, was meinst du denn nochmal gucken? Also, wie sich der. Ich schmor morgen sowieso eine glückliche Kuhschulter. Schauen wir mal. Ja, gibt es morgen nochmal. Bin ich eingeladen? Ja, wenn du möchtest, klar. Ja, sehr schön. Das ist Württemberg, Schneidmann, Spätburgunder, Simon Roth, 2013. Hat ein tolles Jahr wieder mal. 330018. Ich finde, es hat sich viel im Holzeinsatz in Deutschland verändert. Ja. Also es ist richtig elegant Ja, gekonnt. es gab Zeiten, da hatten fast alle, man hatte so den Eindruck gehabt, die verwenden fast alle dieses gleiche Holz, das irgendwie nach ranzigen Nüssen schmeckt. Das ist total vorbei. Ja, super. Das ist fest. Und noch total unfertig. Das hat noch so einen leichten Gummiton. Ja, Tabak. es wirkt wild fast in. Stimmt. So richtig. Tolle Kräuter. So feiner Tabak. Also alles, Getrocknet was man da florale Noten. reinriecht, ist rausriecht, ist ganz fein. Ja, das hat einfach Noblesse. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich finde, es hat so auch etwas Kühles, was fast an Eukalyptus, Minze. Eukalyptus ist gut, weil es ist zu, wie eine Auster. Total zu. Ist eine ganz feste, fokussierte, aber noch total eingeschnürte, kühle Frucht. Ziemlich dunkel, tabakig, so getrocknet pflanzlich. Aber das zeigt auch schon ein bisschen Tiefe. Oh, dieses Mundgefühl, die Tannine, ganz fein. Ja. Das kannst du jetzt nicht trinken, das muss unbedingt reifen. Ein paar Jahre. Aber dem würde ich auch eher noch einen Tag geben. Ja. Also die Toll. 91 hat er auf jeden Fall verdient. Der macht glücklich, ne? Der Ja, hat es ist schon so, etwas. dass das einen berührt. Ja, genau. Auch wenn das sicher nicht Everybody's Darling ist, weil er wirklich kühl ist, er hat Säure, er wirkt ziemlich schlank. Also man kriegt die Konzentration eigentlich erst so mit dem zweiten, dritten Schluck wirklich mit. Aber das ist so perfekt stimmig. Ja, Das wird stimmig. toll reifen. Ja, aber den geben wir noch einen Tag. Gut, hier. Ja, gut. Okay. Bernhard Huber. Der leider nicht mehr unter uns weilt. Jetzt macht es der Sohn. Malterdinger, Bienenberg. Also großes Gewächs ist das schon. 330020. Auch sehr kühl. Mit ganz feinen tabakigen Aromen. Auch Kräuter. Es wirkt so sehr kleinbärig. Ja, genau. Ne? Ja. Ob das jetzt rot oder schwarz, das ist schon so Walderdbeeren. Aber auch Fast schon so Holunderbeeren. Holunder, genau.
Und ganz zarte florale und wieder ganz noble, vor allem florale Töne. Also das ist das Wichtige. Wir sind da natürlich wieder bei Huber, dass diese Weine eine, dass sie, also dass alles, was in denen dran ist, nobel ist. Da ist nichts einfach oder nichts Richtig. vordergründig oder plakativ oder auch nur einschmeicheln, sondern das ist alles Nein, nein, also zurückhaltende Noblesse. richtig. Und man merkt hier schon auch Holz. Das ist gar keine Frage. Ja, so ein ganz helles, kaum Röstung. Also ist da, aber ganz fein. Wobei da im Geschmack vor allem so ein bisschen Röstung dabei ist. Aber es ist nur ein kleiner Teil dieses Weins. Und eine Mordsmineralik, das hat einen richtig kalten Griff. Es hat fast was Stahliges da hinten. Ne? Auch durch den Säurebiss. Dem würde ich jetzt fast am Meer geben. Okay. Du nicht? Habe ich überlegt. Ich habe Wie viel schuldest du mir? 2 Punkte, oder? Und was würdest du dazu sagen? Würdest du ihm auch 2 geben oder ich habe ist jetzt das? gerade, wie unterschiedlich die beiden Weine sind. Ja. Es ist auf jeden Fall der kühlere. Deutlich. Und ich kann sehr gut mit Ah, 92 das heißt, ich habe leben. noch einen gut. Ja, also gut. Das ist die Bombacher Sommerhalde. Wieder 2013. Habe ich schon 9? Nö. 330022. Kaffee. Pflanzlich, oder? Ja. Aber eine Ah, anspringende, herrliche Frucht, fast das ein bisschen strahlt. Jod. Ja, Also es ja. ist, aber das ist noch mal ein Sprung hier. Ich auch. Ziemlich komplex. Oh lala. Und ein Schliff. Und das ist eine Frucht. Puh. Wunderschön. Ganz kühl, saftig und wirklich sowas von fein. Das Jod hat er auch im Mund. Ja. Stimmt. Eine Mordsmineralik. Boah. Aber hat auch was Forderndes, Ja, das ne? fordert Also sehr. so. Es hat ja unheimlichen Biss. Ich hatte gestern einen burgundischen Grand Cru abends. Aber der Hast du kam da schon nicht dran. erzählt? Der kam da nicht dran. Wie alt war deine? Das war 2005. So Mann, fünfer der. Coton Marichaux. Also das ist schon klasse. Das ist Ja. zwar viel zu jung, aber eigentlich möchten wir das trotzdem gleich weiter trinken. Aber man sollte es nehmen lassen. Ich gebe ihm einen mehr und wir werden uns das Ganze morgen nochmal anschauen. Das heißt, ich werde es auch morgen zu meinem Drachen trinken. Das ist der Hecklinger Schlossberg. Als 13, alles gut. 330024. Das ist tief. Tief und herb. Die Aromatik finde ich ein bisschen heller als die anderen fast, oder? Das bin ich gerade so am Überlegen. Also ich habe so mit so einem dunklen Boden irgendwas.
Nein, ich meine jetzt in erster Linie mal den der Fruchtanteil. Da ist, ich finde, dass der rotfruchtige Anteil hier höher ist als bei den anderen. Ja, das kann ich, ja. Aber das ist Das ist sowieso fast schon ziemlich anders. sauer, also es ist fast schon ein bisschen Sauerkirschen. Das auch, ja. Aber nicht nur, ich Aber habe auch so wirklich Erdbeeren und sowas. er wirkt auch Ja, verschlossener. total zu. Das hat uns im Moment so eine kalte Schulter. Aber es ist vielschichtig und es ist tief. Das ist so ein, da kann man sich so ein Aroma, das ist so breit, das ist so breit aufgefächert. Ja. Also der Wein ist nicht breit, aber dieser Nein, Aromenfächer ist ja. es. Also sehr vielschichtig. Ja, Steht aber auch schon da. steht auch schon da. Da merkt man das Holz etwas mehr als bei den anderen oder beim Vorgänger zumindest. Aber das hat einen derart dichten Saft. Puh, das ist fest. Also ich habe schon wieder so ein bisschen Gänsehaut und Schweiß auf Ich der Stirn. auch. Und ein Salz. Wahnsinn. Eine unglaubliche auch Länge. Tabak, Trockenpilze, genau. Das ist so ein Monolith, Das ist so ein echt, momentan ist Stein. es echt ein Monolith. Das braucht richtig reife Zeit. Ja, das ist schon an der Grenze zu groß, gell? Findest du nicht? Auf jeden Fall. Das ist ein echter Grand Cru. Also dann mach einen draus. Punktemäßig. Müsste ich ihm 95 geben, aber da würde ich gerne noch einen Tag warten. Ja, Ich möchte mir das nochmal anschauen, wo das sich hinentwickelt. 94, ja. Eine Länge. Das ist schon großer Stoff, ne? Auch da muss man sagen, das ist nichts für die Schmeichelweintrinker. Das hat viel zu viel Biss. Das ist. ja, aber mit, wenn er erstmal auf dem Punkt ist, glaube ich, würde er auch, also der zwingt jeden in die Knie. Dabei hat er so ein seidiges Tannin. Ist zwar total präsent, aber es ist Ja, ungeheuer fein. der hat auch ein gutes Säuregerüst. Das ist ganz großer Stoff. Ja, finde ich auch. Gut, das war im Prinzip klar, was das ist. Bernhard Hubers Wildenstein, sein Spitzenprodukt, ist auch gleich doppelt so teuer als alle anderen, fast 120. Aber ja, es ist halt auch ein echter Grand Cru. Gut. Wir sind mit den Roten durch. Wir melden uns gleich wieder mit den Rieslingen. Ein schönes Wochenende bis dahin. Nein, nicht bis dahin, bis gleich, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also.